Meine Freunde, wenn der Konto gefällt, dann kann ein Abo da ist, einmal die Glocke schalten, damit du kein Video verpasst. Matrix und Lawine. ...2024, Rap hat keine Stars, nur Hooks. Hochgedrehte Zahlen mit Lügen in die Charts gepusht. Vielleicht wird das mein letztes Album und danach ist Schluss. Will euch nicht ficken, doch ich weiß, ich muss. Komm direkt wie ein Tsunami. Oh, ich wollte gerade eben sagen, der Song gefällt mir gut. Für das, also das Intro. Mein letztes Album und danach ist Schluss. Will euch nicht ficken, doch ich weiß, ich muss. Komm direkt wie ein Tsunami auf die Szene und mach Welle. Deutscher Rap ist voller Missgeburten, Fake und voller Samples. Und ich schaufel ihn ein Friedhof, was den Sound und ihre Videos. Kein Antares bin ich, JP, brauch kein Autotune für Mios. Das ist ultraviolett, das hier ist echt, das ist explosive, läuft auf Kerosin. Das ist auf 88 Tasten mit deinem Leben spielen. Das ist mit dem ganzen Herzen nur für seine Träume brennt. Das ist in seinen Augen das zu haben, was sie Feuer nennt. Kratzer an den Wolken wie Turbinen mit 100.000 Volt. Ich könnte fallen, doch trotzdem wär ich niemals down mit euch. Lass sie verbrennen ohne einen Funken von Respekt. Album Nummer 7, es wird wieder ultraviolett. Ultraviolett, ey, ohne Witz, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wie krass der Sound mir auch gut gefällt. Das ist sowas, bei Kids ohne KI habe ich das auch schon so gedacht. Der hört sich so cool an, so leicht, locker, flockig, stimmungsvoll. Das ist nicht irgendwie schwer oder so. Weißt du, das ist einfach so ein cooler, leichter Beat. Und es fühlt sich so irgendwie, ja, so hellblau an. Ich kann es wahrscheinlich jetzt auch wegen dem Video, aber der Song fühlt sich einfach hellblau an. Also so leicht, so unbeschwert. Ich finde Matrix sehr, sehr extrem spannend und interessant. Ich weiß nie, was mich erwarten wird. Und eben konnte ich auch von Anfang an nicht einschätzen, in welche Richtung wir gehen werden, aber das ist schon geil. Alle Ultraviolett-Alben sind in dem Sound, schreibt Goalie gerade. Das ist mega nice. Bin zurück und sind die Schießen so wie Blitze über Tracks. Ich sag ja immer auch, dass Matrix so unaufgeregt ist, ne? Dass er irgendwie wahrscheinlich so wenig Beef am Start hat oder sowas. Ich finde, er ist wahrscheinlich so ein Typ, der macht einfach so sein Ding und seine Mucke und gefällt mir sehr, sehr gut. Nummer 7, es wird wieder ultraviolett. Ich bin zurück und sind die Schießen so wie Blitze über Tracks. Mach Lärm wie eine Lawine, lass sie wissen, ich bin back. Zerfetz ich Rap ein bisschen oder fick ich ihn komplett. Doch was ich ihm verspreche, ich geh nie wieder weg. Hör sie auf den Instrumentals, aber nichts davon ist echt. Kein Album, keine Singles, keine Silbe, die ihr Rap. Zerfetze Rap nicht bisschen, sondern ficke ihn komplett. Denn ich bin wieder da und ich geh nie wieder weg. Für Matrix ist das untypisch? Ich weiß nicht, ich höre jetzt zum ersten Mal, glaube ich, Matrix mit solchen Wörtern um sich schmeißen. Normalerweise ist er immer sehr, sehr, sehr clean in seinen Lyrics, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Alben ist, aber das ist, glaube ich, wirklich legit der erste Song, bei dem ich ein Fluchen höre. Sonst höre ich Matrix eigentlich nie fluchen und er ist immer so der komplett entspannte Typ. Also fluchen im Sinne von halt explicit language. Rap nicht bisschen, sondern ficke ihn komplett, denn ich bin wieder da und ich geh nie wieder weg. Ich komm direkt aus den Wolken und ich treff dich wie ein Elektroschock. Ist kein April, doch hier veräppelt Rap wie Macintosh. Wir stammen nicht aus dem gleichen Meer, wir jagen nicht dasselbe Ziel. Tauchen kurz auf, um euch zu ficken wie ein Navy Seal. Ich hab's gesagt, ich reiß mir alles unter meinem Nagel. Mit knapp 400 km/h wie ein Formel 1 Wagen. Dein Rap ist fake wie dein Charakter, schalt dein Mund auf stumm. Denn du erzählst, du ballst wie Jordan, aber flunkerst rum. Spar dir die Parts, du hast auf Spotify keinen wahren Nutzen. Hab das Patent auf schnelle Drums und diese Art von Mucke. Ich bleib für immer. Boah, ist das schön. Also ich glaube, ich sollte mir die anderen Alben auch mal reinziehen, die Ultraviolett-Alben. Ist denn jetzt dein aktuelles Album schon draußen oder kommt das noch? Oder wo? Ich finde, dass auch im Hintergrund die Melodie, dieses, es ist irgendwie, hört sich erfrischend an. So, glaube ich, kann man sagen. Und das hört sich erfrischend an, so einen Sound zu hören. Und Gott sei Dank, es ist einfach mal was anderes als jedes Mal. Ey, ich bin seit 10 Monaten im Deutschrap-Game drin, ne? Aber diese Friday-Releases, die preschen mich einfach manchmal wirklich so krass. Kommt Mitte Oktober. Okay, ich kann mich erinnern, da war was. Dass es einfach voll oft so ist, dass ich mir einen Track anhöre und ich denke, okay, das ist jetzt die gleiche Melodie wie in dem anderen Song. Copy-Paste, Copy-Paste. Und das ist hier erfrischend einfach mal. Deswegen habe ich ja gesagt, so hellblau hört sich, ich weiß nicht, aber so leicht. Die Fall kein wahren Nutzen, hab das Patent auf schnelle Drums und diese Art von Mucke. Ich bleib für immer, bleib für ewig, bleibe Postmortem. So weit voraus, du siehst den Porsche niemals von vorne. Geh nicht vom Gas, als wär mein rechter Fuß aus Schwermetall. Diskografie radioaktiv und ohne Kernzerfall. Lass sie verbrennen ohne einen Funken von Respekt. Album Nummer 7, es wird wieder ultraviolett. Ich bin zurück und sind die Schießen so wie Blitze über Tracks. Mach Lärm wie ne Lawine, lass sie wissen, ich bin. Ich frage mich gerade, ist Lawine auf dem Album drauf? Ha, ich würde Matrix auch so einschätzen, dass er nur einen Track macht.
ich weiß nicht, ob der drauf ist, aber ich könnte ihn so einschätzen, dass er nur einen Track macht über das Album, weil er das gerade auch so thematisiert, was mir grundsätzlich in oder auf Tracks nicht so gut gefällt, wenn jemand sagt so zum Beispiel, hey, hier kommt mein Album oder so irgendwas. Das ist lyrisch was und Stilmittel, das ich nicht so gut finde. Ich weiß, dass es super viele schon gemacht haben und immer noch machen oder so, aber ich könnte Matrix würde so einschätzen, dass er vielleicht wirklich nur einfach einen Song über das Album macht, so ein bisschen als Promo und dass der Song aber dann nicht auf dem Album drauf sein wird. Kann auch anders sein, aber das kam mir gerade nur so in den Kopf. Back, zerfetz ich Rap ein bisschen oder fick ich ihn komplett. Doch was ich ihm verspreche, ich geh nie wieder weg. Hör sie auf den Instrumentals, aber nichts davon ist echt. Kein Album, keine Singles, keine Silbe, die ihr Rap. Zerfetze Rap nicht bisschen, dann ficke ihn komplett, denn ich bin wieder da und ich geh nie wieder weg. Gefällt mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr gut. Ich finde diesen leichten Sound ist echt fresh. Ey, vielen lieben Dank fürs Zeigen. Danke, danke, danke.